Gewöhnlich entscheiden wir uns für einen Beruf und damit für einen ganz bestimmten Weg in unserem Leben, den wir einschlagen wollen. Eine Entscheidung fürs Leben, so glauben viele immer noch. Dabei ist es eine echte Ausnahme, wenn jemand von Anfang an den richtigen Weg für sich erwischt und dann auch noch dabei bleibt. Meistens sind erst ein paar lehrreiche und oft auch sehr schmerzhafte Umwege erforderlich, bevor wir das finden, was wirklich unseres ist. Vorausgesetzt, wir haben dann auch noch den Mut, den Absprung wieder zu wagen von unserem falschen Weg und trotz vieler Ungewissheiten das zu tun, was für uns das Richtige ist oder was sich zumindest richtig anfühlt. Meistens hört man erst von diesen Menschen, wenn sie es trotz aller Widrigkeiten geschafft haben. Solche Erfolgsstories erleben wir alle gerne mit. Aber wie sieht's auf dem Weg aus? Wenn der Erfolg noch völlig ungewiss ist und der eine oder andere Rückschlag einen zweifeln lässt, wie sieht's dann aus? Unser heutiger Interviewgast ist so einer, der den Neuanfang gewagt hat und konsequent an seinem Weg arbeitet, egal was andere denken. Oder wie weit der Durchbruch manchmal auch weg zu sein scheint. Geboren wurde er als Johannes Nagel, aber bekannt ist er auch als Jojo Pop. Freuen Sie sich auf erkenntnisreiche Einblicke in das Leben eines Menschen, der auf dem Weg ist. Bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen, Johannes Nagel. Ich habe es in der Anmoderation schon angekündigt. Wir haben es heute praktisch mit zwei Identitäten zu tun, Jojo Pop und Johannes Nagel. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte kurz vor. Schönen guten Tag, Gerd. Ich freue mich sehr über das Interview. Mein Name ist Johannes Nagel. Ich bin Musiker und lebe in Hannover mit meiner Frau und meinen Kindern. Und ich habe in meinem Leben einige Berufe ausgeübt und bin momentan mit meiner Berufung beschäftigt. Das ist schön. Genau darum geht es auf unserer Plattform. Ich nehme an, du hast vorher was anderes gemacht als Musiker. Du hast gerade schon angekündigt. Ja. Gib uns doch mal einen kurzen Abriss, wie dein Werdegang so war. Ja, ich habe ganz normal Schule gemacht, Abitur. Und komme aus einer Künstlerfamilie, würde ich sagen. Meine Eltern, meine Großeltern waren Goldschmiede, Silberschmiede und ich bin auch entsprechend aufgewachsen und habe deswegen nach dem Abitur eine Lehre als Goldschmied gemacht. Das war auch sehr, sehr schön, aber ich habe dann gemerkt, schon mit 23 Jahren, dass es nicht wirklich das ist, was mich erfüllt und habe dann einfach mich geöffnet, gesucht nach anderen Möglichkeiten und bin dann über kurze Umwege in den Vertrieb gekommen, und zwar zur Firma AMC, die ein fantastisches Kochgeschirr herstellt. Und das wird auf Vorführung gezeigt. Das heißt, ich habe plötzlich mich wiedergefunden abends in Wohnzimmern von fremden Leuten und habe dann 2 Stunden lang eine Kochtopfshow gemacht. Das habe ich mehrere Jahre gemacht, bis ich sehr erfolgreich war. Und dann kam ich wieder in so eine Phase, wo ich gesagt habe, das muss doch irgendwie weitergehen, das kann es nicht gewesen sein, was kommt als nächstes? Und dann habe ich nach einem halben Jahr Auszeit in der Finanzbranche angefangen, als Finanzberater. Und habe mich dann sehr schnell spezialisiert auf Künstler, weil ich gemerkt habe, dass durch meine eigene Anlegung, was mich interessiert, ich mit diesen Menschen sehr gut sprechen kann. Ich habe also erstmal auch erkannt im Verkauf, im Vertrieb, dass es auch wichtig ist, Menschen zu finden, zu denen man einen Draht, zu denen man einen Bezug hat. Und war dann sehr erfolgreich im Vertrieb. Und habe vor 8 Jahren aus verschiedenen Gründen etwas völlig Neues angefangen. Mhm. Zwar das zu tun, was ich liebe, was ich mag, was mich erfüllt, was ich für meine größte Stärke halte. Ich mache Musik. Okay. Das mache ich jetzt seit 8 Jahren.
Okay, hattest du da vorher schon einen Bezug dazu oder hast du vorher schon Musik hobbymäßig gemacht oder fängt man da einfach mal an und denkt, okay, jetzt werde ich doch Musiker? Richtig, das ist eine gefährliche Position zu sagen, ich mache das einfach mal gerade. Das war mir auch klar, dass es so nicht geht. Okay. Und ich habe bei meiner Entscheidung mich schon gefragt, was meine Stärken sind, was meine Fähigkeiten sind und habe dann festgestellt, ich habe mit 4 Jahren angefangen, musikalische Früherziehung zu machen. Ich habe mit 6 Jahren angefangen, Geigenunterricht zu haben. Mit 13 Jahren habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Habe mich auch immer sehr viel für Musik interessiert. Und ich hatte noch eine andere Eigenschaft. Ich habe viel geschrieben. Das heißt, ich habe Gedichte geschrieben. Ich habe mit 15, 16 Jahren versucht, Bücher zu schreiben. Das heißt also, Wort und Ton waren immer schon meine Freunde. Okay. Und daraus habe ich eigentlich auch diese Zuversicht gezogen, dass das mit der Musik gut gehen könnte. Wir haben als Grundlage für unser Interview heute ja mal bewusst gewählt, einen Blick drauf zu werfen, wo es noch nicht ganz am Ende ist und wo der erfolgreiche Weg noch nicht beendet ist. Richtig. Und hier mal einen Einblick zu geben in die Gefühlslage und natürlich auch in die ganz pragmatischen Dinge von so einem Neuanfang. Und der Weg als Musiker und Komponist, der gilt nicht gerade als der einfachste. Ich sage das mal vorsichtig. Du hast selbst beschrieben, du hast auf der Straße gespielt, in über 1200 Restaurants Kurzauftritte gemacht. Ja. Und vieles mehr. Wünschst du dir manchmal, du hättest einen einfachen Weg gewählt und mit vielleicht ein paar weniger Hindernissen? Diese Überlegung kam sehr, sehr oft. Und es ist immer dieses Hin und Her zwischen schön, wenn es einfach wäre, aber dann ist es halt auch nicht so eine Herausforderung. Und schade, dass es so schwierig ist, aber umso größer ist dann hinterher die Freude, wenn es klappt. Also es ist eine Frage der Herausforderung. Ich habe das mit der Musik aus verschiedenen Gründen angefangen. Ich habe, ohne dass es so sehr pathetisch klingt, darüber nachgedacht, das Leben neu zu designen. Ich war also vor 8, 9 Jahren an einem Punkt, wo ich zwar sehr, sehr, sehr erfolgreich war, aber trotzdem viele Dinge mir nicht passten. Ich habe bestimmt 1, 2, 3 Jahre darüber nachgedacht, wie könnte es anders sein, wie könnte es besser sein und habe daraus so ein Gesamtkonzept entwickelt. Und dazu gehört die Musik und dazu gehörte für mich, nochmal etwas neu anzufangen. Das heißt, nochmal von Grund auf anzufangen und die ganzen Schwierigkeiten zu überwinden, aus der Überzeugung heraus. Das heißt, Rückschläge wegzustecken und irgendwie Wege zu finden, aus dem inneren Gefühl, aus der inneren Überzeugung, dass es das Richtige ist. Und so gesehen habe ich viele schwierige Momente, wenn man also Straßenmusik macht und man steht nachts um 12 oder 1 Uhr irgendwo auf einem Marktplatz und der Nieselregen fällt und die Finger werden kalt und es kommt auch kein Mensch mehr vorbei und man macht dann Musik für den Wind, dann muss man sich in solchen Momenten immer wieder klar machen, ja, das gehört dazu. Und das fördert auch deine Überzeugung. Es macht dich stärker, obwohl du jetzt gerade hier keinen Sinn und keinen Nutzen erkennen kannst. It's blowing in the wind, genau. Okay, so eine Entscheidung zu treffen, neu anzufangen, ist immer gut, wenn man alleine ist, ist relativ einfach oder in Anführungsstrichen relativ einfach. Du hast Frau und Kinder, macht das deinen Weg leichter oder schwerer? Sprich, ziehst du Kraft aus der Familie oder kann das auch zusätzlichen Druck bedeuten, vor allem den Druck, den man sich selber macht dabei? Ja, das ist tatsächlich beides. Es ist beides miteinander. Ich ziehe zum einen sehr, sehr viel Kraft daraus, dass ich meine Familie habe. Und wenn ich andere Musiker treffe, ich habe viele kennengelernt, die allein sind, dann merke ich, die sind zwar unabhängiger und freier in ihrem Verhalten, in ihren Entscheidungen, aber sie haben nicht diese Stärke, die ich aus dem Sinn ziehen kann. Das heißt, ich mache das, auch wenn es schwierig ist, auch für meine Kinder. Das heißt, ich möchte meinen Kindern zeigen, wie man an etwas glaubt, wie man seine eigenen Aufgaben findet und wie man Schwierigkeiten überwindet. Und ich sage dann oft auch zu dem einen oder anderen, guck mal, wenn ich jetzt mit 48 oder 53 Jahren solche Schwierigkeiten mir vornehme, dann kannst du das mit 20 Jahren auch machen oder mit 25 Jahren, weil du hast dann nachher noch Zeit, was anderes zu machen. Mhm.
sehr gute also, Botschaft, ja auch. Ja. Mach das Schwierige oder vor allem das, was du willst, nicht das, was am nächsten liegt oder am einfachsten ist. Ne? Genau, wachse an deine Herausforderung. Sehr gut. Es gibt wesentlich schlechtere Botschaften, die man seinen Kindern mitgeben kann, ja. Und zusammenfassend ist es also so, dass meine Familie natürlich darauf wartet, dass aus meinen Traumtänzereien dann auch mal Realitäten werden. Nicht? Also die finden das heimlich toll, würde ich sagen. Aber sie sind auch ab und zu schwer genervt. Und ich muss dann einfach mit diesem Druck umgehen und muss sagen, der Erfolg wird dir dann recht geben. Ja klar, die existenziellen Dinge verschwinden ja nicht nur, weil man jetzt was Schönes tut, was einem gefällt, sondern das gehört zu jeder selbstständigen, freiberuflichen Tätigkeit dazu, auch als Künstler natürlich. Ja. Gerade wenn es um solche Ratschläge geht, wer seinen eigenen Weg geht und gerade eben noch nicht dieses super erfolgreiche Ziel erreicht hat, der hat normalerweise auch keinen Mangel an Ratgebern, die einem empfehlen, doch lieber was Vernünftiges zu tun oder selbst vernünftig zu sein, was immer das auch heißen mag für die Einzelnen. Gerade wenn man sich eher in diese Richtung bewegt wie du, der Ausgang eben noch ungewiss ist. Welche Erfahrungen hast du da in deinem Umfeld gemacht, was Feedback angeht und was eben diese Ratschläge angeht? Ich habe gigantische Erfahrungen gemacht. Ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, was aber auch an mir selber liegt. Denn mir war klar, als ich mit der Musik angefangen habe, dass ich zwar auf der einen Seite eine ganz klare Vision habe, ganz klar weiß, was ich will, aber ich muss das ja irgendwie auch an den Realitäten messen, an dem, was wirklich stattfindet. Und aus diesem Grunde mache ich wahrscheinlich eine der größten Umfragen, die es überhaupt gibt. Das heißt, ich frage wirklich jeden Zweiten, wie findest du dies, wie findest du das? Nicht um beliebig zu sein, sondern um ein Feedback zu kriegen, wie meine Musik ankommt, wie meine Auftritte ankommen. Oder ich rede über die Möglichkeiten, dass das funktioniert. Und bekomme dann viele Antworten. Natürlich viele, die sagen, mach weiter, ich glaube an dich, das ist fantastisch, was du machst. Aber natürlich auch viele, die sagen, das geht überhaupt nicht. Und das ist aber auch eine normale Erfahrung, denn dieses, das geht überhaupt nicht, das habe ich in meinem Leben schon öfter gehört. Das heißt also, nach dem Abitur habe ich das gehört, als ich dann was anderes machen wollte. Immer in meinen neuen Karrierestufen waren Menschen da, die gesagt haben, mach doch das Alte weiter. Das heißt, für mich ist das keine neue Information, dass Menschen sagen, das geht nicht. Ich versuche also eine Verbindung herzustellen zwischen meiner eigenen Vision, zwischen dem, an was ich glaube, ohne halsstarrig zu werden, und gleichzeitig auf die anderen zu hören, von ihnen zu lernen, ohne aber mich vielleicht ihren Denkmodellen hinzugeben. Das ist so ein Austausch, nicht? Immer ein Abgleichen, die eigene Vision mit dem, was das Umfeld sagt. Ja, ich denke auch, diese Rückmeldung ohne Begründung, also es gibt ja sachlich berechtigte Begründungen, die sagen, okay, das geht nicht aus dem und dem Grund oder aus dem und dem Einwand. Das ist eine sachliche Kritik, mit der kann man sich auseinandersetzen. Die pauschale Aussage, das geht nicht, heißt ja eigentlich, ich kann es mir nicht vorstellen. Genauso sieht es aus, Gerd, sehr schön gesagt. Genauso sieht es aus. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so notwendig, denjenigen dazu zu überzeugen, dass es doch geht, sondern eben selber weiterzumachen. Es wird im Normalfall sowieso nicht klappen, den zu überzeugen. Wenn einer mal eine Meinung gefasst hat, es ist auch nicht unser Job, ich verallgemeine das jetzt mal, das betrifft ja nicht nur die Musiker, sondern eigentlich alle, die irgendwo auf einem Weg sind, der noch nicht bewiesen hat, dass er erfolgreich ist. Jeder davon hat sich damit mit solchem Feedback auseinanderzusetzen und die Erfahrung zeigt, dann zu argumentieren und selbst das denjenigen zu beweisen wollen, wird nicht allzu weit führen, muss sich auf die konzentrieren, die letztendlich wichtig sind für den restlichen Weg. Gut, du hast dich einer Kritik noch gestellt, die noch eine größere Herausforderung ist. Du warst bei Dieter Bohlen schon mal beim Supertalent. Ja. Und bist, wie du selbst gesagt hast, krachend dabei gescheitert, also beim Auftritt dann auf jeden Fall. Wie gehst du mit solchen Rückschlägen dann um? Das ist dann, um ganz ehrlich zu sein, schon eine Welle,
die einen da durchläuft. Das heißt, wenn man da hingeht oder als ich da hingegangen bin, habe ich es ganz klar mit dem Ziel gemacht, weiterzukommen. Aus der tiefsten Überzeugung, dass das, was ich mache, hervorragend ist und ganz viele Menschen das sehen sollten. Anders geht das, glaube ich, auch nicht. Das heißt, wenn man sich jetzt so in einem Auftritt stellt und sagt schon vorher, hoffentlich geht es nicht total schief, das ist natürlich keine gute professionelle Grundeinstellung. Also rein technisch muss man schon überzeugt sein. Als ich dann ausgeschieden bin, krachend, womit ich gar nicht gerechnet habe, was aber nachvollziehbar war, weil ich nervös war. Also man geht ins Fernsehen, da sitzen dann 1000 Leute oder da sitzt eine Jury, da ist man einfach nicht abgebrüht, weil man es noch nie gemacht hat. Also war mein Auftritt wahrscheinlich auch nicht sehr gut. Das gehört aber zum Berufsrisiko. Jetzt vor 5 Leuten spiele und es ist nicht gut oder vor 1000 Leuten, das kann immer mal passieren. Für mich hat das aber danach eine sehr große Stärkung bedeutet, weil ich danach überlegt habe, warte mal, was war genau los? Der Song, den du geschrieben hast, der ist doch hervorragend. Ja, ich bin der Meinung, der Song ist fantastisch. Und ich habe eine ganz klare Vorstellung, wie ich diesen Song produzieren werde. Wenn jetzt Dieter Bohlen und eine Jury da nicht genau zuhören oder vielleicht nach der Hälfte des Songs abbrechen, ja, dann ist es ihr Urteil. Aber das Urteil von 3 Leuten, die im Fernsehen eine Jury besetzen, das ist ja nicht entscheidend für mich. Also diese Stärke muss ich dann aufbauen. Das heißt, wenn ich fest an das glaube, was ich mache und diesen Weg gehe und dann kommt irgendjemand, der vielleicht bedeutend ist oder einen großen Ruf hat, dann kann der mich ja nicht dahingehend beeinflussen, dass ich das lasse. Ja. Aus diesem Grunde hat mich das im Nachhinein eher gestärkt. Und inzwischen bin ich sehr, sehr froh und stolz, denn diese Episode hat mich veranlasst, den Song zu schreiben. Das heißt, diesen Supertalent-Song, den ich komponiert habe, habe ich nur komponiert, weil man mich dazu aufgefordert hat. Jetzt bin ich zwar ausgebuht worden, aber ich habe diesen Song. Das heißt, ich kann bei jeder Sache immer gucken, wie bin ich damit ein Schrittchen weitergekommen. Es gibt ein gutes Stichwort, der Glauben an das eigene Potenzial in diesem Erfolgskreislauf, den unter anderem auch Tony Robbins beschrieben hat, gibt es ja diesen Glauben als Ausgangspunkt, die Glauben an das eigene Potenzial, das wirkliche Potenzial, das sich auch daraus speist und die daraus resultierenden Handlungen, die eben zu bestimmten Resultaten führen, die dann wieder eben diesen Glauben untermauern oder dann auch mal beschädigen können durch entsprechendes Feedback oder durch entsprechende Erlebnisse. Grundsätzlich habe ich zumindest so die Erfahrung gemacht, braucht es auch diese kleinen Erfolgserlebnisse, die den Glauben dann auch wieder stärken und untermauern, weil sonst kann ich mir noch so oft einreden, ich bin erfolgreich, ich bin gut, ich kann das, wenn das nicht wenigstens annähernd auch mal im Außen wiedergespiegelt wird, dann wird das schwierig, dann hängt das immer so ein bisschen in der Luft. Wie sorgst du bei dir für diese kleinen Erfolgserlebnisse und diese Art Feedback, die du brauchst, damit das Ganze in Schwung bleibt? Im positiven Schwung bleibt. Ja, man könnte den Weg, den ich gehe, auch ein bisschen vergleichen mit so einer Wanderung durch die Wüste oder wir nehmen mal Reinhold Messner, der sagt, ich will jetzt zum Südpol oder ich will einen ganz hohen Berg besteigen. Das ist ja an sich erstmal schwer. Das ist auch teilweise so schwer, dass man sagt, ich weiß nicht, ich bin eigentlich auch teilweise vorm Aufgeben. Es gibt ja auch so Situationen, wo man sagt, ich ziehe mal das Aufgeben in den Bereich des Möglichen. Wenn wir es mit der Wüste vergleichen, man geht durch die Wüste, dann gibt es ab und zu Oasen. Und in den Oasen kann man sich dann ausruhen, kann sich erholen, kann wieder neue Kraft schöpfen und dann wieder ein Stück weiter. Und so arbeite ich ein bisschen. Das heißt, ich schaue mir kleine Erfolge sehr genau an und ich interpretiere diese kleinen Erfolge. Wenn ich zum Beispiel in vielen Kneipen spiele und kann die Leute nicht begeistern und spiele in einer Kneipe, wo die Leute auf den Tischen stehen und klatschen und das ganz toll finden, dann beschäftige ich mich ganz intensiv damit und frage, was ist hier passiert? Was war hier anders? Weil es hat ja stattgefunden. Das heißt, wenn eine Sache, die wichtig ist, einmal stattfindet, dann kann sie auch 10-mal stattfinden oder 100-mal stattfinden. Sie war einmal da. Und so gehe ich damit um, dass ich also auf der Schwierigkeit des Weges ab und zu mir selber vor Augen führe, welche Schritte ich mache.
das stabilisiert mich. Das heißt also, heute habe ich das Selbstbewusstsein, dass ich gut singen kann, dass meine Songs gut sind. Das hatte ich nach einem Jahr nicht, weil ich noch im Weg war. Und so trage ich also immer mehr Selbstbewusstsein mit mir herum, dass es mir auch leichter macht, Möglichkeiten umzugehen. Gerade diese Schwierigkeiten, Hindernissen und auch eben Fehlschläge, die man zwangsweise immer mal wieder hat, im Rückspiegel betrachtet, kann man die immer sehr leicht als wichtige Lernschritte erkennen und auch ganz betrachten. Während der Phase, wo sie einem passieren, sieht man diese positive Seite oft nicht, oder es ist, man sieht sie naturgemäß etwas nüchterner, wenn man gerade mittendrin steckt. Wie sorgst du dafür, dass du diesen Blick bewahrst, dass du dich dadurch nicht entmutigen lässt und dich auf diese Lernerfolge daraus konzentrierst? Ja. Meine Technik ist vor allem, dass ich eine sehr starke, klare Vision habe. Und jedes Mal, wenn etwas nicht hinhaut, zu schwierig ist, dann denke ich darüber nach, wie ich den Weg verändern könnte, um weiter dahin zu kommen, wo ich hin will. Ich habe natürlich viele Musiker kennengelernt in den letzten Jahren, habe mit denen zusammen gespielt, habe von denen gelernt. Aber ich habe keinen getroffen, der so einen klaren Plan hatte, an dem er sich orientieren konnte. Und das ist so ein bisschen die Art, wie ich damit umgehe. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, dann frage ich mich, warum passt das nicht zu dem, wo ich hin will? Und wie müsste es anders sein, damit ich weiter dahin komme? Und das ist meine Art, damit umzugehen, mit den Schwierigkeiten. Ich gebe ein Beispiel vielleicht kurz. Ich habe 1,5 Jahre mit dem Wohnmobil Auftritte in deutschen Restaurants gehabt. Ich bin dabei sehr gut geworden. Ich hatte eine fantastische Live-Erfahrung. Aber ich war nicht erfolgreich genug, um damit meine Songs aufzunehmen. Das hat also dafür nicht gereicht. Es hat mich also stärker gemacht, aber ich habe gesehen, ich muss den Weg wechseln, ich muss einen anderen Weg gehen, der besser zu meinen Zielen passt. Also flexibel auf dem Weg und fest im Ziel. Ja, ändern, Zielblick. Genau, ändern, aber immer festhalten, das, wo es hingeht. Das heißt, das Ziel in meinem Auge behalten, aber die Wege dahin in Frage zu stellen und zu überlegen. Also ich habe immer so einen Wegefundus, ich habe einen Wegepool. Das heißt, ich wüsste jetzt immer gleichzeitig 10 verschiedene Dinge, die ich machen könnte, und warte immer nur darauf, dass sich irgendwo eine Tür öffnet, um dann dieses Stück weiterzugehen. Sehr gut. Nicht aufgeben gilt berechtigterweise als eine der wichtigsten Eigenschaften auf dem Weg zum Erfolg. Ja. Aber auch hier dringen vor allem natürlich dann die Erfolgsgeschichten in unser Bewusstsein, wo sich eben Durchhaltevermögen dann auch belohnt wurde am Ende, wo der Erfolg dann am Ende stand. Aber es gibt natürlich auch Beispiele, mit denen beschäftigen wir uns wenig gern, wo Menschen immer wieder gegen die gleiche Wand laufen, wird es jetzt in deinem Fall nicht treffen, aber wo eben generell immer wieder weiter versuchen, bis gar nichts mehr geht. Gibt es für dich so ein Bewertungssystem, einen Anhaltspunkt, wo du entscheiden kannst, hier kann ich eben dranbleiben und weitere Wege ausprobieren, oder ich komme irgendwann an einen Punkt, wo ich dann auch umkehren würde oder wo ich komplett sagen würde, okay, das war doch nicht meiner oder es war doch nicht der richtige oder nicht die richtige Art? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil ich ehrlich sagen muss, dass ich in diesen letzten 8 Jahren, seitdem ich Musik habe, bestimmt 20, 25 verschiedene Wege ausprobiert habe. Das heißt, ich habe immer einen neuen Weg dran gekettet an den anderen. Und wie habe ich dann festgestellt, dass ich mir den Kopf an der Wand möglicherweise einhaue? Wie habe ich festgestellt, dass ich ändern muss, dass ich anders weitergehen muss? Ich habe in fast allen Phasen Freunde, Wegbegleiter, Bekannte gehabt, die etwas Ähnliches machen. Ich möchte ein Beispiel geben. Ich habe sehr lange Straßenmusik gemacht, 3, 4 Jahre lang, und hatte einen sehr guten Freund, der auch Straßenmusik gemacht hat, einen Kollegen. Also ich hatte einen Straßenmusikerkollegen und der war sozusagen meine Peer Group. Das heißt, ich schaue bei ihm, wie kommt er weiter? Er war sehr erfolgreich, sehr gut, und ich habe mit ihm viel Musik gemacht und habe versucht, zu ihm aufzuschließen, bis ich gemerkt habe, du bist vom Wesen her, vom Typus her, vom Charakter her, nicht in der Lage, das zu machen, was er macht.
Du kannst also jetzt nicht immer weiter versuchen, dahin zu kommen. Du schlägst dir den Kopf an der Wand ein, sondern du musst deine eigenen Stärken erkennen und auf deinem eigenen Weg weitergehen. Das heißt also, ich habe immer Vergleichspersonen, möchte ich mal sagen, mit denen ich zusammenarbeite. Seit ungefähr einem Jahr bin ich damit beschäftigt, wieder auf den Vertriebsweg gehen. Das heißt, meine alten Verkauf-Käuferfähigkeiten einzubauen, um dann Musik erfolgreich zu sein. Und so habe ich seit einem Jahr wieder Kontakt zu Verkäufern. Das heißt, ich gehe zu ehemaligen Kollegen, die ich aus meiner Finanzberaterzeit kenne, treffe mich mit denen, spreche mit denen, gucke, was die machen, gucke, was ich mache und gucke, ob ich auf dem Weg weiterkommen könnte. Also Peer Group, wo ich sage, funktionierst du noch als Verkäufer? Kannst du Musik verkaufen? Und so arbeite ich eigentlich. Das heißt also, ich bin mit anderen Leuten und schaue, komme ich dahin, was die machen, oder muss ich es anders machen? Du bringst also praktisch auch deine Erfahrungen aus deinem anderen Berufsleben jetzt wieder mit ein in die Musik. Und erzähl uns doch ein bisschen, was ist da dein aktueller Ansatz, dein aktuelles Projekt? Ja. Ich muss mal ganz klar sagen, dass zu dem Weg, den ich gehe, unangenehmerweise auch etwas gehört, was Brian Tracy, der berühmte Erfolgsmanager, Pressing Problems nennt. Das heißt also, Pressing Problems, stark gehäuft auftretende Probleme, die unlösbar scheinen, lösen in uns oft einen Kreativitätsschub aus. Das heißt, wir entwickeln neue Ideen, wir assoziieren neu. Und so ist es bei mir auch. Das heißt also, weil jetzt schon einige Jahre ins Land gegangen sind und ich am Anfang so naiv war, dass ich der festen Meinung war, nach 2 Jahren bin ich erfolgreich mit meiner Musik, was ich auch wichtig finde. Wenn wir was Neues anfangen, dürfen wir nicht erstmal alle Probleme aufschreiben, sondern wir müssen erstmal auch unsere Träume, unsere Visionen ein Stück weit verfolgen. Ich habe also dafür länger gebraucht und seit einem Jahr versuche ich jetzt einen anderen Weg zu gehen, seit einem halben Jahr, und habe jetzt aktuell meine Songs zu einem Produkt gemacht. Das heißt, ich verkaufe meine Songs als Anteile. Ich habe momentan einen Hannover-Song komponiert und bin jetzt in Hannover unterwegs und verkaufe Geschäftsleuten einen Anteil am Hannover-Song und mache für sie Werbung auf dem Cover. Das heißt, ich arbeite jetzt wieder als Verkäufer, trainiere mich bei Kaltakquise, ich gehe in die Geschäfte rein. Aber das Produkt, das ich habe, ist mein Herzensprodukt. Das ist komplett vorbereitet, das ist meine Musik. Und so verbinde ich die Dinge miteinander. Ich habe in der Goldschmiedelehre viel gezeichnet. Ein Goldschmied ist ein Künstler, auch ein Kunsthandwerker. Und ich male die Cover selber. Das heißt, ich verbinde momentan die Ressourcen aus dem, was ich gelernt habe, meine Goldschmiedeerfahrung, das Künstlerische, meine Verkäufer-Vertriebserfahrung und das eigentliche Produkt, die Musik. Und schnüre aus diesen Ressourcen ein Bündel. Und so halte ich mich momentan. Das heißt also, ich bin ein Vertriebler, ein Verkäufer mit einem Produkt Musik, das ich mit meinen künstlerischen Fähigkeiten unterstütze. Als Maler. Gut, Musik ist Emotion und Emotion verkauft. Von dem her gesehen ist die Verbindung sicher nicht die schlechteste und auch keineswegs abwegig. Wie sind die Feedbacks bisher? Wie sehen das die eventuellen oder potenziellen Sponsoren und Kunden? Gibt es schon erste Rückmeldungen oder Erfolgsmeldungen? Jetzt habe ich dich gerade nicht so richtig verstanden. Okay. Ich habe gesagt, Musik ist Emotion und Emotionen verkauft unterm Strich. Daher ist die Verbindung keineswegs abwegig, die du da eingegangen bist oder was du da verbindest. Sehen das die potenziellen Sponsoren und Kunden auch schon so? Gibt es da schon Rückmeldungen? Die Rückmeldungen sind die, um das mal ganz direkt hier heute am 20. März 2018 zu sagen. Ich mache seit 3 Wochen Kaltakquise und habe inzwischen 140 Geschäfte angesprochen. Das heißt, ich laufe durch die Stadt, gehe in die Geschäfte rein und biete mein Produkt an. Das hat erstmal einen Überraschungseffekt bei einigen. Ich habe bis jetzt für meinen Song, für den ich 20 Teilhaber brauche, 11 Teilhaber gefunden. Ich habe also 11 Abschlüsse vorzuweisen. Das heißt für mich erstmal, es ist kein Zufall, sondern es gibt einen Geschäftsablauf. Und von den 140, 160 Leuten, mit denen ich gesprochen habe, bei der Hälfte waren nur Stellvertreter da, die kann ich alle abziehen. Das heißt, ich habe momentan eine Abschlussquote von 1:8, wenn ich
von mir als Verkäufer reden würde. Das ist eine schlechte Abschlussquote, aber es gibt viele Verkäufer, die so arbeiten. Mhm. Nicht jeder achte angesprochen, jedes achte Gespräch einen Abschluss. Die Leute aber sind sehr begeistert von dem, was ich mache. Es sagt jetzt nicht jeder zu, aber alle haben so ein bisschen so ein Fragezeichen vor der Stirn und vergessen mich auch nicht. Mhm. Das heißt also, emotional ist das ziemlich erfolgreich, nur verkäuferisch bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich hin muss. Okay, wobei Kaltakquise natürlich eine schlechtere Quote hat, als wenn du jemand was verkaufst, der schon Kunde ist oder der dich schon absolut kennt. Absolut, richtig. Klar. Ich bin also auf dem untersten Niveau des Verkaufes und muss jetzt überlegen, kann ich auf Empfehlungsnahme gehen, kann ich in andere Kundenkreise gehen. Also ich bin jetzt momentan auf den Wegen eines Vertrieblers. Okay. Emotionen, haben wir gesagt, verkauft, liegt in der Natur der Sache der Musik. Wie sieht es mit deinen eigenen Emotionen aus? Gehört direkt auch zu einer vorigen Frage natürlich noch dazu. Hast du die so weit im Griff, dass du die für deine Ziele auch ganz konsequent einsetzen kannst? Oder führen sie dich auch mal in Situationen, die du so nicht haben willst? Also ich denke an Ängste, Zweifel, was auch immer. Also zunächst mal denke ich, wenn man Musik glaubwürdig machen will, überzeugend die Menschen erreichen, dann muss man selber auch ein gewisses emotionales Potenzial haben, dass man etwas senden kann. Das ist erstmal ganz wichtig. Wenn ich aber dieses große emotionale Potenzial habe, dann heißt das auch, dass es mich eher mal verreißt. Also ich kenne sehr deutlich diese Phasen, wo ich dann auch mal mehr als zweifle, nicht? Also auch sehr betrübt bin und mich frage, hast du das richtig gemacht? Also ich kenne Zweifel auf jeden Fall. Wie ich damit umgehe, wolltest du fragen. Genau, wie gehst du dann damit um, wenn die aufkommen, ja? Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, ich orientiere mich immer wieder an kleinen Erfolgserlebnissen. Ich mache mir immer wieder klar, das ist es, was du willst. Und Nachbarskirschen sind bestimmt immer röter. Das heißt also, die Schwierigkeiten, die du jetzt hier lebst, die liegen in der Sache, in der Realität, dass du den Weg gehst. Nicht? Und okay, der andere, der den Weg nur träumt, der hat diese Schwierigkeiten nicht. Okay. Das heißt, ich führe mir immer wieder vor Augen, wie sinnhaft das ist, was ich mache. Dass Schwierigkeiten dazugehören, das ist klar. Aber es ist für mich sehr einfach, mich mit meiner Musik zu motivieren oder mit Menschen zu motivieren, die wirklich begeistert davon sind. Okay, das heißt, du akzeptierst auch ein Stück weit diese Unsicherheit und diese Zweifel als Teil des Ganzen. Die sind dringend notwendig. Ich bin der Meinung, es ist dringend notwendig, weil es mir klarer vor Augen führt, wer ich selbst bin. Das heißt, in dem Moment, wo die Schwierigkeiten kommen, wo der Zweifel kommt, ist das auch immer eine notwendige Weichenstellung, wo ich für mich ganz klar machen muss, bin ich auf dem richtigen Weg oder bin ich auf dem falschen Weg. Das heißt, ich habe festgestellt, dass diese Unsicherheiten uns am Ende auch stabilisieren. Wie der Auftritt bei Dieter Bohlen, der zunächst mal mich etwas betrübt hat, aber mir hinterher klar gemacht hat, es ist alles richtig, es ist alles wunderbar. Okay. Die klassische Schlussfrage, die wir haben heute noch, wenn du die Chance hättest, nur für einen kurzen Moment in der Zeit zurückzureisen und deinem Jungen selbst einen Rat zu geben, wie würde der lauten? Hörst du mich? Ich würde ihm ganz klar raten, reinsten Wassers an seine Überzeugung zu glauben, reinsten Wassers, und sie mit möglichst wenig Nebengeräuschen und Widerständen zu verfolgen. Ich denke, dass das eine unserer Hauptaufgaben ist, dass wir uns fokussieren, dass wir uns konzentrieren und dadurch immer klarer werden, wie ein Glas Wasser, das trübe ist. Unsere Überzeugung oder unsere Hoffnungen sind trübe, und der Weg, den wir gehen, macht dieses Wasser immer klarer und uns immer stärker. Sehr schön. Dann bedanke ich mich schon mal für das Schlusswort. Ich danke dir, Gerd. Und habe noch zum Abschluss die Frage, wo können die Menschen noch ein bisschen mehr von dir und über dich erfahren? Ich glaube, du hast einen YouTube-Kanal, wenn ich es noch richtig weiß. Richtig. Mein Name ist Johannes Nagel. Ich habe als Künstler verschiedene Namen gehabt. Das kommt ja auch vor bei Bands, dass sie den Namen wandeln.
Und seit ungefähr einem Jahr bin ich Jojo Pop, weil es geht um Popmusik. Und mein Name war schon in der Schule Jojo, also bin ich jetzt Jojo Pop. Und auf YouTube und auf Facebook bin ich zu finden mit meinen ersten Videos. Okay, genau unter diesem Jojo Pop dann praktisch. Richtig. Okay, dann gebe ich den Tipp doch weiter. Surfen Sie mal vorbei, schauen Sie sich an und hören Sie sich auch mal an, was Johannes so zu bieten hat. Und ja, bedanke mich für die tollen Informationen und auch die Einblicke in dein Gefühlsleben, den offenen Umgang damit. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass die Leute das auch erfahren, eben nicht nur diese Erfolgsgeschichten, wenn ich im Rückspiegel sage, okay, das war alles richtig und das war der Ding, sondern während man genau in dieser Phase ist, wo eben diese große Unsicherheit auch noch besteht und wie man damit umgeht. Vielen Dank dafür erstmal. Ich danke dir, Gerd. Schönen Gut. Tag. Und Ihnen ebenfalls Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder bei einem der nächsten Interviews, Blickpunkte oder Tagesinspirationen. Bis dahin alles Gute. Ja, das war's. Ich hoffe, Sie hatten viel Freude mit dem Beitrag und Sie konnten jede Menge neue Erkenntnisse daraus gewinnen. Um keine neuen Beiträge und keine neuen Videos zu verpassen, können Sie genau hier unseren Kanal abonnieren, indem Sie genau hier klicken. Oder Sie können sich weitere Videos direkt anschauen, die wir bereits aufgenommen haben, nämlich genau hier. Ich freue mich darauf, Sie auch in den anderen Beiträgen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute auf Ihrem Weg, Ihr Gerd Ziegler.